Die Laufzeitverlängerung ist in dem energiepolitischen Kontext von Wettbewerb, Versorgungssicherheit und Klimaschutz zu bewerten. Und zunächst mal ist festzuhalten, dass der Wettbewerb durch die Laufzeitverlängerung massiv geschwächt würde, weil es zu einem Marktverschluss kommt. Über Jahre werden diese Grundlastkapazitäten, für die man schon einen Ausstiegsbeschluss hatte, hier den großen Unternehmen als Windfall Profits zugeschrieben, die damit letztendlich lästige Wettbewerber auch aus dem Markt drängen können. Was die Versorgungssicherheit und den Klimaschutz angeht, ist festzuhalten, dass durch eine Laufzeitverlängerung keine Investitionsanreize mehr bestehen, um neue Gas- oder auch hocheffiziente Kohlekraftwerke zu bauen, sodass gerade jetzt im Übergang die alten, ineffizienten Kraftwerke mit viel geringeren Wirkungsgraden, ich denke hier an alte, abgeschriebene Braunkohlekraftwerke, länger am Netz bleiben, was bedeutet höhere CO2-Emissionen und gleichzeitig geringere Versorgungssicherheit. Welche Folgen hätte es für die Preise? Also zunächst mal ist sicherlich zu attestieren, dass wenn Wettbewerb bestehen würde, dass dann über die Laufzeitverlängerung auch preisdämpfende Effekte sich ergeben können. Dem gegenüber steht allerdings, dass wir zukünftig keinen Wettbewerb haben werden. Wenn vier große Unternehmen einen Markt dominieren, dann können Sie sich selber überlegen, was dann mit den Preisen passiert. Also insofern ist der Gesamteffekt hier eigentlich noch unbestimmt.